Guckt euch mal den großen Fleck da an, den größten. Ich war wirklich ungelogen 5 Sekunden wach und ich war sofort im Fight-Modus. Ich hab's getan. Ich hab's einfach getan. Ich habe irgendwie intuitiv zu dem Clipper hier gegriffen und es einfach gemacht. Habe ich lange genug ausgehalten. Oh, das ist ein so schönes Gefühl, Alter. Fertig. Also wenn das nicht hält, dann weiß ich's auch nicht. Ganz ehrlich, dann habe ich echt keinen Bock mehr. Hab noch einen Sonnenschutz, eine Sonnenblende hier zwischen gemacht, weil ich dachte, die ist hier vielleicht besser angebracht als da hinten. Da brauchte ich die bisher zumindest nicht, weil ich sowieso meistens im Schatten stehe. Kaufe ich mir eventuell noch nach. Jo, jetzt bin ich zufrieden. Ein Fenster haben wir. Dann habe ich mir noch eine vorläufige Halterung für die Küchenrolle gebaut, aus Kabelbindern. Man wird immer kreativer. Kommt immer mehr dazu. Ist das auch, wenn man sich mit Sauerkraut darf, die Zähne, also den Mund ausspülen muss, weil man kein Wasser mehr hat? Da schmeckt. Was sagt er denn zu meinem Hut, den ich mir gegönnt habe? Jetzt bin ich ein richtiger Dieter Krause. Ich vorstellen, meine neue Sonnencreme. Ich habe da im Internet einiges drüber gelesen und ich probiere das jetzt einfach mal aus und creme ich heute mal damit ein. Alle Angaben, Sesamöl als Sonnenschutz zu benutzen, sind natürlich als ohne Gewähr zu verstehen. Das war lediglich ein Selbstversuch. Also das Sesamöl hat so um die 8 Euro gekostet. Guckt euch mal die Sonnencreme im Vergleich an. YouTube. Ja. Na, was sehen meine Augen denn da? Das ist doch nicht das dreckige, dieses eine Zeug da, das Mariona. Erstmal das Jute, Jana, Vitamin, Immuno, damit der Hausmeister auch bei Kräften bleibt. Guck mal, da können wir mal so einen kleinen Kumpel aus der Nähe betrachten. Der guckt mich sogar an. Ey, yo, was geht, Bruder? Schönes Tier eigentlich, oder? Ich habe jetzt Wäsche in der Wäscherei am Laufen und gehe jetzt mal ins Märchen springen. Und ja, das Geilste wirklich am Urlaub sind meistens so die Begegnungen mit den Leuten. Das ist so geil, auch wenn ich mich immer am Anfang schwer tue. Aber es macht so Spaß und auch im Nachhinein, so, dass man aus sich rausgekommen ist, aber auch einfach, man lernt die so ein bisschen kennen und so. Das ist eine geile Sache. Ich habe jetzt hier aus Versehen 10 Euro in Coins gewechselt. Ich dachte, der wechselt in 1-Euro-Stücke und die schmeißt man dann wiederum in die Waschmaschine. So schien das. Aber ich habe alles 10 Euro in Coins bekommen, obwohl ich nur 4 Coins gebraucht hätte, also 1 Coin pro Euro. Und die Besitzerin von der Wäscherei hat mir das, obwohl sie das normalerweise nicht macht, zurückgewechselt. Richtig geil. Und dann war da noch eine, ich glaube, die war Italienerin, ich weiß nicht, aber sie wohnt seit 50 Jahren schon hier in Izola. Und mit der habe ich mich dann auch auf Englisch, fand gut Englisch, habe ich mich auch noch mit unterhalten und so. Ey, es ist richtig geil, also wirklich super nette Leute hier und es macht richtig Spaß, so ein bisschen ein Stück weit aus sich rauszukommen. So, jetzt habe ich sie. Live auf Band, die Bimmelbahn in Izola. Gestern die ganze Zeit nicht geklappt. Und ich zeige euch auch mal eben hier noch den Pool. Ich glaube, da kann man kostenfrei rein. Hier stand irgendwie was von, dass sie liegen. Reserviert sind für Kurgäste, glaube ich, habe ich gelesen. Aber ich glaube, in den Pool kannst du einfach so rein, auch wenn man das eigentlich nicht denken würde. Aber ich versuche das jetzt einfach mal. Da sitzt zwar ein Erling Haaland, aber scheint so, als hätte das gehört. So, Freunde, jetzt geht's hier wieder los. Deutsches Bier. Ich kenne es nicht. Ich habe einfach ein großes Bier bestellt vom Fass und dann kam das. Es ist ja abnormal geil, wo ich gerade bin, aber das erkläre ich später noch. Ein absolut gelungener Fall von Inklusion, aber später mehr. Katzenstyle hier einfach die Wäsche aufgehangen mit so ein paar, wie nennen sich die Bänder? Fuck, ich bin ein bisschen betrunken. Oh, fuck, Alter. Egal. Spanngurte sind es natürlich. Jetzt ist es mir eingefallen, wo ich hier so liege und etwas nüchterner bin. Heute gibt es Schlesienkarne zum Abendessen. Keine Lust mehr in die Stadt zu laufen. Das ist echt weiter, als man sich vorstellt. Also vor allem halt mitten rein. Und ich bin platt. Deswegen den Restsonnenuntergang noch genießen, meditieren und dann schlafen. So ist der Plan.
Bevor ich es vergesse, ich wollte noch was erzählen. Und zwar war ich heute da, wo diese beiden Pools waren. Ich war auch in beiden drin und auch mehrfach im Meer und habe da ein paar Bierchen getrunken. Und das war eigentlich irgendwie so eine Art Terrasse von einer Klinik, würde ich mal so sagen. Aber da durfte man, glaube ich, auch als öffentlicher Gast hin. Nur die Patienten dort, die liegen reserviert. Ansonsten stand da jetzt nicht, dass man da nicht hin darf. Und deswegen habe ich da die ganze Zeit gechillt, in den Pools, im Meer, ein paar Bierchen gezischt, wie gesagt. Und das war eine Klinik für Sehbehinderte. Und da waren aber auch Menschen mit Behinderungen, die auch unter anderem zumindest andere Behinderungen hatten. Die sind da teilweise mit dem Rollstuhl ins Wasser gefahren worden, fand ich richtig cool. Also auch ins Meer richtig sogar. Da gab es extra einen Typen für, der dann die Menschen hin und her transportiert hat, von dieser Klinik ins Meer und zurück oder auch in den Pool und zurück. Und ich finde, das ist so ein geiles Modell an Inklusion. So, ey, es ist heftig, richtig geil. Also vor allem, dass du da halt auch als Touri oder als nicht sehbehinderter Mensch oder nicht behinderter Mensch hin darfst, ist perfekt. Ich glaube, das ist auch bewusst so gemacht, damit die sich nicht ausgegrenzt fühlen und sich alle miteinander richtig gut verstehen. Finde ich richtig geil. Das wollte ich mal hier loswerden. Richtig geil. Richtig, richtig gut.